Hey Leute und herzlich willkommen bei Aprikosenklang. Ich bin Anne und ich rede heute über Fashion, Kleidung, J-Fashion, ganz, ganz explizit Secondhand J-Fashion Online-Shop. Was? Ja, doch, passt. Nachdem ich den größten Teil der Pandemie in Leggings, gemütlichen Pullis und zusammengeknuddelten Dutt verbracht habe, kam bei mir im Frühling so langsam das Verlangen auf, mal ein bisschen mehr wieder auf mein äußeres Erscheinungsbild zu achten. Der Pony ist auch ein Resultat davon, aber bei der Kleidung war das nicht so ganz straightforward wie bei den Haaren. Denn irgendwie versuche ich seit Jahren herauszufinden, was so mein eigener Stil ist, was zu mir passt und was mir auch gefällt. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich über die Jahre wirklich Progress gemacht habe. Aber das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Thema für ein extra Video. Und deswegen fasse ich mich jetzt kurz. Ich habe mich in letzter Zeit etwas mehr mit J-Fashion, also japanischer Fashion oder japanischer Mode beschäftigt. Und etwas gemacht, was ich schon ziemlich lange mal machen wollte. Ich habe mir ein paar Kleider und Blusen bei Closet Child bestellt, also aus Japan Secondhand-Kleidung. Und da es auf YouTube generell, aber auch explizit im deutschen Raum echt wenig meiner Meinung nach brauchbare Videos dazu gibt, dachte ich, teile ich mal meine Erfahrungen mit euch und deswegen machen wir jetzt einen Deep Dive in den Closet Child Online-Shop. Das Video ist in 5 Kapitel aufgeteilt, zu denen ihr auch mit den Kapitelmarkern in der Videobeschreibung direkt hinspringen könnt, wenn ihr wollt. Die 5 Kapitel sind: Was ist Closet Child? Shopping, Bestellung, Lieferung und mein Fazit. Closet Child ist ein Secondhand-Geschäft für Kleidung mit Fokus auf J-Fashion-Stile wie Lolita, Gothic, Punk, Visual K, aber auch Casual-Mode. Closet Child gibt es seit 32 Jahren laut ihrer Webseite, das heißt, sie sind schon sehr in der J-Fashion-Szene etabliert und sie haben neben ihrer Hauptfiliale in Harajuku auch noch sehr viele andere Filialen, zum Beispiel auch in Osaka. Ich selber war leider noch nie in einer der Filialen vor Ort und kann deswegen euch heute nur vom Online-Shop berichten. Das heißt, wenn ich von Closet Child rede, rede ich in den meisten Fällen heute in diesem Video immer vom Online-Shop. Und deswegen werden wir uns jetzt auch mal an den PC setzen und uns den Online-Shop anschauen. Lasst mich euch jetzt allererstes eines sagen, für Closet Child braucht ihr Geduld und Zeit. Wenn man hier auf der Closet Child Website ist, dann hat man noch das Gefühl, halbwegs up-to-date im Internet zu sein. Das hier zum Beispiel ist der Lolita-Bereich, aber wenn ihr dann hier auf den Online-Shop klickt, dann bekommt ihr einen ziemlich authentischen Eindruck in japanisches Webseitendesign. Voll unübersichtlich und ziemlich altbacken. Aber hey, man muss ihnen zugutehalten, sie suchen aktuell sehr dringend einen Webseitendesigner. Vielleicht sieht der Online-Shop ja bald ein bisschen besser aus. Die Seite an sich gibt es nur auf Japanisch, aber es gibt einen Shopping-Guide, der komplett auf Englisch ist. Und wenn ihr euch von der Seite überfordert fühlt, dann ist der Shopping Guide die beste erste Hilfe. Ihr findet ihn entweder hier, wenn ihr auf International Order klickt, oder ich habe ihn auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bei How to Order empfiehlt euch dieser Shopping Guide als allererstes mit diesem Google Translate Plugin die Seite in eure jeweilige Sprache zu übersetzen. Ihr müsst aber mal schauen, ob euch das hilft oder ob das eher verwirrt. Ich persönlich fand es ein bisschen komisch, weil es oft auch Markennamen versucht mit zu übersetzen und manche Sachen eben nicht so richtig gut übersetzt werden. Und dadurch fand ich es teilweise eher verwirrend. Und ich persönlich habe das Japanisch gut genug verstanden, um den Online-Shop zu benutzen. Aber ihr könnt auch jederzeit hier oben immer hin und her toggeln. Jetzt sind wir sozusagen bereit zum Stöbern und zum Shoppen. Und ja, ich sage euch, Closet Child ist wie ein schwarzes Loch. Deswegen braucht ihr auch so viel Geduld und Zeit. Prinzipiell könnt ihr euch auf mehrere Wege auf die Suche nach Kleidungsstücken eurer Wahl begeben. Als allererstes seht ihr hier ja auf der Startseite sind die zuletzt hinzugefügten Kleider, also die New Arrivals. Die sind dann hier nochmal nach Tagen sortiert, aber das habe ich tatsächlich noch nie so wirklich benutzt. Im oberen Menü werden euch verschiedene Kleidungsstile angezeigt und wenn ihr hier drüber hovert, dann werden auch dazu verschiedene Marken angezeigt. Ihr könnt leider die Kleidungsstile nicht direkt anklicken, sondern müsstet immer eine dieser Marken aussuchen und das macht nur Sinn, wenn man sich im J-Fashion-Universum schon ein bisschen besser auskennt. Gleiches gilt übrigens für die Suchfunktion, denke ich mal.
Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich vermute mal, dass sie vor allen Dingen eher auf Japanisch oder eben auf Markennamen funktioniert. Und das ist für den Anfang vielleicht auch nicht die beste Wahl. Was ich euch für den Anfang empfehlen kann, ist nach Kategorien zu gucken. Und zwar gibt es hier oben den Punkt Item und da öffnet sich ein Pop-up-Menü mit verschiedenen Kategorien. Ich zum Beispiel wusste bei meiner Bestellung, ich möchte Kleider und Blusen kaufen, also habe ich mich erstmal nur in den entsprechenden Kategorien durchgewühlt. Und ein besseres Wort gibt es an der Stelle auch nicht, denn ihr habt pro Kategorie einfach seitenlange Listen an Kleidungsstücken, die ihr auch nicht weiter filtern könnt. Es ist schrecklich und fantastisch zugleich. Wenn ihr wie ich seid und euch immer ewig nicht entscheiden könnt, dann habe ich noch einen Tipp für euch, den ich selbst leider erst nach meiner Bestellung entdeckt habe. Und zwar, wenn ihr euch vorher einen Account macht, dann habt ihr eine Favoritenliste, wo ihr euch Sachen abspeichern könnt, damit ihr sie wiederfindet. Dann braucht ihr nicht immer 5000 Tabs irgendwo im Hintergrund offen haben, sondern könnt alles hier abspeichern und dann nochmal in Ruhe zu den Kleidern und Sachen zurückgehen. Und ja, meine Liste ist voll, keine Sorge, ich werde das nicht alles kaufen. Und jetzt aufgepasst, hier kommen die Dinge, auf die ihr achten müsst, wenn ihr überlegt, ein Kleidungsstück wirklich zu bestellen. Erstens die Condition oder auch der Zustand des Kleidungsstücks. Das wird bei Closet Child in einer 5-stufigen Skala angegeben. Wenn ihr noch mehr Details zu den einzelnen Zuständen haben wollt, dann klickt einfach hier auf Please Click Here for Details. Da wird das nochmal ein bisschen mehr beschrieben. Ich kann euch aber nicht sagen, wie akkurat diese Zustandsangaben sind. Dazu sind meine Erfahrungen bisher noch nicht gut genug. Ich würde aber sagen, wenn euer Kleidungsstück nicht X- oder A-Kategorie ist, dann müsst ihr immer damit rechnen, dass irgendwie was kaputt ist, irgendwo Flecken drauf sind oder irgendwas anderes mit dem Kleidungsstück sein kann, was man auf Bildern vielleicht auch nicht immer direkt sieht. Das zweite, worauf ihr achten solltet, sind die Größenangaben. Und zwar wird bei Closet Child normalerweise hier eigentlich immer auch angegeben, was für eine Größe in dem Kleidungsstück drin steht, wenn denn was angegeben ist. Bei dem steht jetzt leider nichts, aber das sind so Größen wie S, M, L. Aber jeder, der schon mal international bestellt hat, weiß, dass S zum Beispiel nicht gleich S in jedem Land ist. Und glücklicherweise gibt Closet Child hier dann nochmal ja die genauen Zentimeter- und Inch-Angaben an, die eben von dem Kleidungsstück gemessen wurden. Ich bin damit so ganz gut zurechtgekommen. Zwei meiner Kleider waren obenrum ein bisschen eng. Das war mir aber bewusst bei der Bestellung, weil ich das gewohnt bin vom Kleidungsshoppen in Japan generell. Und ich habe eigentlich nicht mal so viel Oberweite. Aber ja, das ist halt einfach so und ich war mir dem bewusst, als ich es gekauft habe. Macht das aber bitte nicht nach, wenn ihr so gar keine Erfahrung mit japanischen Größen oder Kleidungsstücken habt. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt ein Kleidungsstück gefunden, das ihr kaufen wollt. Und ja, hier Kado ni Haide, das bedeutet in den Warenkorb legen. Hier ploppt dann direkt euer Warenkorb auf. Warum auch immer funktioniert das Google Translate Plugin im Warenkorb nicht. Deswegen machen wir einen ganz kurzen Crashkurs. Dieser Knopf, Sakujo, damit könnt ihr Dinge löschen. Hier steht Kaimono Tsuzukeru, das bedeutet mit dem Einkauf fortsetzen. Hier habt ihr nochmal euren Gesamtpreis, der ist an der Stelle aber noch ohne Versandkosten. Und Deiji ni Susumu bedeutet weiter zur Kasse. Wenn ihr weiter zur Kasse geht, dann könnt ihr erstmal euch einloggen, einen neuen Account erstellen oder als Gast bestellen. Und dann gelangt ihr zur Versandoption, wo erstmal ganz viele Hinweise stehen und dann müsst ihr hier eure Adresse eingeben. Auch wenn man erstmal denkt, dass das super schwierig werden könnte, fand ich das relativ straightforward, weil eben hier überall nochmal Hinweise auf Englisch angegeben sind und man auch wieder alles übersetzen lassen kann, wenn man das möchte. Wenn ihr eure Adresse eingegeben habt, dann müsst ihr eine Versandoption wählen. Aktuell stehen hier sehr viele Hinweise. Da würde ich auch empfehlen, die nochmal ganz gründlich durchzulesen. Und an der Stelle noch der Hinweis, der Shopping Guide wird, was das angeht, glaube ich, nicht immer geupdatet. Im How-to-Order Guide steht zum Beispiel drin, dass man unbedingt EMS aussuchen soll, wenn man international bestellt. Aber als ich bestellt habe, konnte ich nur über DHL bestellen. Sobald ihr die Versandoption ausgewählt habt, ploppt dann auch die Bezahloption auf. Und hier müsst ihr PayPal oder Kreditkarte angeben. Alles andere funktioniert für internationale Bestellungen nicht, aber PayPal wäre für mich sowieso die erste Wahl gewesen. Und auf der nächsten Seite habt ihr dann tatsächlich eine Übersicht, wo auch endlich der tatsächliche Versandpreis und die Gesamtkosten drin stehen. Der DHL-Versand nach Deutschland kostet aktuell Pi mal Daumen 2500 Yen, das sind rund 19 Euro.
Das ist nicht wenig, aber auch nicht super utopisch. Bei mir war es so, dass in Deutschland dann nochmal Zollgebühren hinzukamen. Insgesamt mit Versand und Zollgebühren habe ich 145 Euro für 3 Kleider und 2 Blusen bestellt. Das sind im Durchschnitt pro Kleidungsstück 29 Euro. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das müsst ihr immer selber entscheiden. Es gab zu dem Thema nochmal 2 explizite Fragen von euch. Die erste ist, gab es irgendwie versteckte Kosten? Und nein, aus meiner Sicht gab es keine versteckten Kosten. Dass ich am Ende nochmal Zollgebühren zahlen musste, davon bin ich tatsächlich einfach ausgegangen, weil das eben halt einfach so ist. Aber dazu erzähle ich euch im Teil Lieferung nochmal ein bisschen mehr. Und die zweite Frage war, ob ich ein Proxy genutzt habe und welches der beste Proxy ist. Für alle, die es nicht wissen, ein Proxy bei internationalen Bestellung ist sozusagen ein Zwischenmann, also es ist meistens eine Firma, die den Service anbietet, in dem Fall, dass ihr eben eure Ware an eine japanische Adresse schicken lassen könnt und die das eben von dort weiter international an eure deutsche oder sonst wo Adresse weiterschickt. Das kostet natürlich extra. Und ich wollte 2020 tatsächlich schon mal bei Closed Child bestellen. Ich habe es am Ende aber nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das nur über einen Proxy hätte bestellen können und den hätte ich erstmal einrichten müssen und mich informieren müssen, wie viel das kostet. Und dann habe ich es am Ende einfach doch nicht gemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich damals einfach nur nicht gecheckt habe, dass man bei denen direkt hätte bestellen können oder ob da zu dem Zeitpunkt die Versandbedingungen einfach ein bisschen schwieriger waren und sie sich dann gesagt haben, okay, wenn dann so ein die Proxys machen. Prinzipiell wird an der einen oder anderen Stelle, wie hier zum Beispiel im Closed Child Online Shop, ein bestimmter Proxy beworben. Ihr könnt aber auch einfach ohne Proxy bestellen, um eben Zeit, Aufwand und vor allem den Kosten zu sparen. Nachdem ihr eure Bestellung aufgegeben habt, bekommt ihr als erstes direkt eine automatische Bestellbestätigung. In dieser steht ein Hinweis drin, der ist gar nicht so unwichtig. Und zwar wird eure Bestellung nochmal manuell geprüft, bevor sie verschickt werden kann. Es ist ja nämlich so, dass es in Japan die Filialen vor Ort gibt und das, was es im Online-Shop gibt, das hängt auch irgendwo in einer dieser Filialen. Es muss also geprüft werden, ob alle Kleidungsstücke, die ihr bestellt habt, wirklich vor Ort sind, bevor sie eben verschickt werden können, logischerweise. Für alle, die die E-Mail ganz genau lesen, so wie ich das getan habe, möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mich etwas verwirrt hat. Irgendwo in dieser E-Mail steht der Satz "Please make a payment before completing your order via PayPal. Thank you." Der hat mich etwas verwirrt, da von PayPal ja direkt der gesamte Betrag abgebucht wird und ich habe das einfach mal ignoriert und abgewartet und nach 2 Tagen wurden meine Sachen dann auch ganz normal verschickt. Da müsst ihr also nichts extra machen. Bei mir kam am nächsten Tag direkt die Order Confirmation, das heißt alle Teile, die ich bestellt habe, waren noch da und wurden für den Versand vorbereitet und am nächsten Tag, also 2 Tage nach der Bestellung, wie erwähnt, wurde dann alles verschickt und ich habe direkt auch eine Versandbenachrichtigung bekommen. Insgesamt fand ich den Detailgrad an Informationen, gerade auch an englischen Infos in den Mails von Closed Child super transparent und mega ausführlich. Am gleichen Tag kam auch noch eine E-Mail von DHL, in der ein Link war, wo man dann Zollangaben machen konnte. Da ich schon die eine oder andere Erfahrung mit dem Zoll habe, fand ich das echt super gut und habe natürlich direkt alle Angaben gemacht. Hier müsst ihr darauf achten, dass alles eindeutig zugeordnet werden kann. Ich habe es so gemacht, dass ich immer geschrieben habe, gebrauchtes Kleid oder Bluse und dann den Teil der Artikelbezeichnung hinzugefügt habe, der in Romaji, also ganz normal in unserem Buchstaben geschrieben ist. Und den ganzen japanischen Teil habe ich einfach weggelassen. Dann habe ich natürlich für jedes Kleidungsstück den Preis angegeben und noch einen Screenshot meiner PayPal-Rechnung hinzugefügt. DHL Express war dann auch echt sehr express und das Paket war nach 1 oder 2 Tagen bereits in Deutschland. Aber der deutsche Zoll wäre ja nicht der deutsche Zoll, wenn es irgendeinen Unterschied gemacht hätte, dass ich im Vorhinein diese Zollangaben gemacht habe und das Paket lag dann erstmal 1 Woche lang beim Zoll rum. Und für alle, die auch mehrmals am Tag ihr Tracking überprüfen, bei mir gab es in dieser 1 Woche 11 Verzollungsstatusaktualisierungen und 6 Verzollungsereignisse, aber was das am Ende genau zu bedeuten hat, kein Plan, wahrscheinlich einfach nichts. Nachdem der Zoll mein Paket dann endlich bearbeitet hatte, habe ich auch direkt eine E-Mail bekommen mit Zahlungshinweisen zu den Zollgebühren und dort gab es einen Link, wo man die Zollgebühren einfach online bezahlen konnte. Das fand ich super gut, habe ich mega gefeiert, weil ich einfach nie Bargeld da habe und vor allen Dingen nicht solche Centbeträge. Und wie erwähnt, waren bei mir die Zollgebühren 36 Euro bei einer Bestellung von 109 Euro. Und am nächsten Tag war das Paket dann auch direkt bei mir. Das heißt, von Bestellung bis Lieferung hat es genau 10 Tage gedauert und am längsten wartet man auf den deutschen Zoll. Insgesamt also alles nichts Überraschendes. Und für alle Verpackungsinteressierten, das Ganze wurde in diesem DHL-Umschlag geliefert. Also das ist so ein lockerer Umschlag und in dem waren dann nochmal
4 Plastiktüten drin. Ich weiß nicht, warum 4. 2 Kleidungsstücke waren in einer Tüte. Ich habe keinen Grund dafür gesehen. Von mir aus hätten es auch weniger davon sein können. Aber ganz transparent. Die Frage der Fragen. Würde ich es nochmal machen? Ja. Nirgendwo in Deutschland kann man so super easy und transparent gebrauchte japanische Mode kaufen. Klar gibt es sicherlich auch das eine oder andere Stück auf Vinted oder ähnlichen Plattformen. Aber der Mehraufwand, den man hat, weil man aus Japan bestellt, ist für mich dazu im Vergleich, was man für eine Auswahl hat, super gering. Daher kann ich nur eine sehr große Empfehlung aussprechen. Allerdings sollte man eben keine Überstürzenkäufe machen und muss ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen, wie erwähnt. Man muss eben erstmal was finden, was einem gefällt, was dann auch noch entsprechende Qualität hat und einem dann auch noch passt. Aber ich finde, wenn man weiter in die japanischen Modebereiche vordringen will, ist Closet Child ein sehr guter Anlaufpunkt, um eben anzufangen und nicht direkt Unsummen für neue Kleider ausgeben muss. Was ich genau gekauft habe, das zeige ich euch dann im nächsten Video, weil ich dachte, das sprengt jetzt hier langsam einfach den Rahmen, weil dieses Video bestimmt schon lang genug ist. Und sobald es online ist, werde ich es hier verlinken. Schaut dann auf jeden Fall rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.